Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Heroes of the Storm. Mein Name ist Sorbin von Pixelbeef und ich präsentiere euch eine lange Reihe von Heroes of the Storm, was ich schon relativ lange aktiv seit Alpha-Phase spiele. Momentan bin ich noch nicht so im höchsten Rang, liegt aber eher daran, dass nach dem neuen Reset ich noch nicht so wirklich viel zum Spielen kam, aus privaten Gründen. Aber dennoch möchte ich euch das Spiel präsentieren und natürlich werdet ihr einiges mehr noch davon erfahren. Und ich präsentiere euch erst einmal heute mal so ein bisschen ein grober Überblick. Was ist überhaupt Heroes of the Storm? Heroes of the Storm ist ein MOBA, das heißt, zwei Teams bekämpfen sich gegenseitig auf verschiedene Karten. In diesem Falle, die wiederum verschiedene Interaktionen mit dem Spieler hat. Das heißt, auf den einen müssen wir Gold sammeln, um Türme zu zerstören. Auf den anderen können wir ein riesengroßes Monster erschaffen, dadurch, dass wir Pflanzensamen sammeln und. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten von Spielen, die wir haben, was ihr in den nächsten Folgen werdet ihr diese Karten von uns ein wenig präsentiert bekommen. Heute kommt der ganz grobe Durchschnitt, wie auch immer. Denn es ist erstmal die Frage, wie kommt man an einen Beta-Key? Natürlich gibt es viele Gewinnspiele auch von Seiten Blizzard, wo ihr offiziell daran teilnehmen könnt. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr das über ein Starter-Package macht. Das heißt, der Beta-Key kostet euch 35 Euro. Ihr habt aber dann schon bereits drei Helden mit drei Skins und ich glaube irgendein Mount dabei. Das hieße, auf gut Deutsch, wäre das Starter-Paket? Ich meine, nee, das Komplett-Paket ist es nicht, das Einsteiger-Paket. Dieses Paket wäre das mit Rayna, Marfurion und Mauradin. Gleichzeitig bekommt ihr das gepanzerte Schlachtross und habt gleichzeitig den Beta-Key. Diesen ganzen habe ich mir bereits schon vor der ganzen Beta-Zeit mir das Ganze geholt. Und da wir gerade bei den Shops sind, werden wir natürlich auch gerade mal kurz auf den Shop hinauslaufend etwas berichten. Denn ihr könnt in Heroes of the Storm verschiedene Helden kaufen. Die kosten verschieden viel Gold oder verschieden viel Echtgeld. Wir gucken jetzt einmal hier. Kostet unser Lost Vikings, das ist jetzt so ziemlich die neuesten Helden, die gerade draußen sind, 9,99 € oder 15.000 Gold. Gleichzeitig können wir jetzt sagen, okay, wir kennen diesen ganzen Helden nicht, wir probieren den jetzt aus. Dann gehen wir jetzt in das Arena, wo wir diesen Helden ausprobieren können. Da gehen wir jetzt mal eben schnell drauf. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Das heißt, dort können wir individuell dann natürlich entscheiden, ob wir diesen Helden haben möchten. Das ist natürlich da nicht so ganz, wie man es jetzt kennen würde, dass man halt eine riesengroße Karte hat, sondern nur ein kleines Übungsgebiet. Ihr seht das hier. Hier haben wir die drei Wikinger, die wir haben. Wir können jetzt hier oben rechts sagen, okay, wir machen jetzt hier Stufe erhöhen. Wir können unsere einzelnen Helden ein wenig trainieren. Ne? Wir können sie jetzt auch hier variiert, glaube ich, sogar benutzen, sehe ich gerade. Guck mal, wir können sogar ziehen. Ja, sagen jetzt, machen die Diener ein. Ja, die Diener kommen noch dabei. Können jetzt sagen, okay, ich will wieder die Stufe erhöhen. Und Stufe erhöhen und Stufe erhöhen. Gucken da mal einmal hier, das Gebäude zerstören. Und können jetzt hier ihn einfach mal testen und sagen, okay, der gefällt uns oder der gefällt uns nicht. Ja, können wir ein bisschen gucken, wie sich das Ganze hier verhält. Können hier wieder skillen. Ich glaube, wir können auch mal eben bis zu Ulti skillen. Wählt ein Talent. Ja, gucken mal hier. Wikinger wieder teleportieren. So, da haben wir jetzt auch einen Wikinger. Und können dann halt entsprechend die einzelnen Fähigkeiten so ein bisschen, so ein bisschen trainieren. Und gucken, wie uns der Ganze denn so zusagt. Ja, wir können natürlich auch sagen, ah, gefällt uns nicht ganz so. Ja, gucken mal, jetzt geht er hier unten noch rein. Und können dann entsprechend den ganzen einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Das heißt, wenn ihr einen Helden kaufen wollt, dann könnt ihr sagen, hier, ne, ich probiere den mal aus. Und wenn ich der Meinung bin, der Ganze gefällt uns, dann können wir das Ganze auch aktivieren. Zudem haben wir sogenannte Stimpacks. Stimpacks in 7 und in 30 Tagen. Das heißt, wir haben einen Erfahrungsbonus an Gold von 150 und an der Erfahrungsbonus wurde um 100% erhöht. Ja, das heißt, ihr levelt wesentlich schneller, eigentlich doppelt so schnell. Momentan sind aber noch Feiertage. Das heißt, zu den Feiertagen, zu den Mondwindfesten, war nicht so heißt es, haben wir nochmal 25% mehr XP plus 25% mehr XP. Wenn wir mit Freunden spielen, dann sind wir schon bei ungefähr 150% mit Stimpack und da levelt man extrem gut und extrem schnell, was bis Level 30 natürlich auch sinnvoll ist. Ist mal die Frage für sich selbst, brauche ich dafür ein Stimpack oder mache ich das einfach aus meinen eigenen Sachen? Mit dem letzten Patch hat sich auch einiges getan. Wir gehen mal auf unseren Avatar und wir haben nun eine gewisse Statistik.
mit den Spielern, die wir am meisten gespielt haben, zum Teil auf welchem Level wir sind, wie viele Helden wir gesamt schon gespielt haben, mit welcher Klassentyp wir am meisten gespielt haben. Momentan ist es der Krieger, der dicht gefolgt von Spezialisten ist. Wir haben hier den Fortschrittsbalken und hier sieht man, kriegt man die für die verschiedenen Levelbereiche auch verschiedene Sachen. Das heißt, wir haben hier einen Goldbonus, den wir kriegen. Das heißt, bis Level 10 haben wir so viel Gold, dass wir für 10.000 Gold auch einen Helden holen konnten. Das sind zwar nur 8.000, aber man kriegt pro Held auch nochmal 500 und eigentlich kriegt man das ganz gut zusammen. Also 500 Gold ab Level 5 und das geht relativ zügig. Und hier ist die Heldenliga, die Level 30, das ist dann so eine Art Pick-and-Bun-Phase, auch so wie man es aus klassischen MOBAs kennt, wie LOL oder Dota, wo man natürlich den Modus haben kann, dass man sagt, ich möchte nur etwas Gewisses picken oder etwas Gewisses bannen und so weiter. Das hat man hier halt und das kann man aber erst mit Level 30. Dann haben wir die Heldensammlung, ihr seht, wir haben schon einige Helden hier geholt, nicht alle, aber es ist schon eine gewisse Zahl, die wir haben mit Asmodan, da kommen wir gleich zu, warum der ausgegraut ist und die verschiedensten Helden, die wir schon haben. Eine Spielübersicht haben wir, wo wir gerade nichts sehen, eine Statistik, wo ich irgendwie auch gerade nichts sehe, aus irgendwelchen Gründen auch immer, und unsere jeweiligen Avatare, die wir hier oben verwenden können. Ich habe dieses kleine süße Pony genommen, dieses kleine süße Pony kann man nehmen, wenn man, glaube ich, in der Beta-Phase, beziehungsweise damals war es noch die Alpha-Phase, dann den Shop mal ausprobiert. Und da hatte ich ein Disconnect. Seht ihr? Daran lag es. Aber wir können jetzt, glaube ich, kommen wir wieder zurück. Also hier steht auf jeden Fall was. Wir hatten jetzt ein Disconnect, ist aber nicht ganz so tragisch. Sind wieder da. Dann kommt natürlich die Frage auf, wie können wir an Gold kommen? Ne? Man möchte natürlich auch gewisses Gold haben. Wir haben hier unten sogenannte Daily Quests. Ja, jetzt haben wir hier gerade zum Beispiel tägliche Quest, absolviere 2 Spiele mit einem Diablo-Helden. Zur Alpha-Zeit war das so, dass man das nicht hat im Übungsmodus machen können, sondern erst ab dem Koop-Modus. Das hat man jetzt geändert. Warum das jetzt so ist, das kann ich nicht einmal so sagen. Ich persönlich finde es auch nicht so gut. Für mich ist es praktisch, ich mache den Übungsmode, mache meine Quest und gehe dann in die jeweilige, in den jeweiligen Spielmodus. Und apropos Spielmodus, da sind wir auch schon. Wir haben einmal das Üben gegen normalen Bots, dann der Koop, das heißt, unser Team spielt, glaube ich, gegen Expertenbots, dem Gegnerteam. Dann haben wir die klassische Schnellsuche, wo wir uns an einen eigenen Helden aussuchen können, den wir halt haben und sagen, okay, ich mache jetzt hier eine Schnellsuche, zack, und spielen. Oder ich mache hier die Heldenliga, wo ich leider noch nicht reinkomme, weil ich noch nicht Level 30 bin. Da haben wir eine Pick-and-Bun-Phase und wir können uns dann entscheiden, was wir denn da spielen möchten. Und gleichzeitig haben wir eigene Spiele, ja. In den eigenen Spiele können wir die verschiedenen Maps auswählen, die wir haben. Insgesamt sind es momentan 5 Maps. Tempel des Himmels ist mit, ja, so eine Art Schreine, die man aktivieren muss, die dann auf den gegnerischen Bereich schießen. Gärten der Angst ist dieses große grüne Monster, was man durch Samen sammeln muss und dann schlussendlich ihn verwenden kann. Dann haben wir die Geisterminen, wo wir unter Tage Köpfe töten oder beziehungsweise Köpfe holen müssen. Die verfluchte Tal, wo wir durch was sind das? Geier? Nicht, das sind die Raben. Artefakte, die müssen wir einsammeln, haben wir 3 so. Da ist der Turm auf Gegnerseite nicht mehr schießbar und. Und die Drachengärten, wo wir einen Drachen herbeirufen können. Diese Maps werde ich euch aber in den Lädes in der nächsten Zeit ein wenig näher zeigen. Und richtig los geht's, wird's dann mit der Heldenliga. Unter anderem sind dabei Oldcore, den ihr kennt. Revenge, den kennt ihr noch nicht, auch ein ganz netter Kerl, der mit Sicherheit bei der einen oder anderen Aufnahme dabei sein wird. Und ich hoffe, es hat euch jetzt hier gefallen. Das ist nur ein ganz kleiner Einblick. Vorab noch ganz kurz zum Schluss. Es gibt ein Problem, was sogenannte Lag-Spikes hervorruft. Das heißt, man denkt, dass ein FPS-Einbruch da ist, der aber nicht vorhanden ist, sondern das Internet kriegt diese Datenmenge nicht, kann es nicht verarbeiten und wir haben Stocker drin. Sagen wir jetzt mal ganz grob, ich kann es nicht ganz hundertprozentig erklären, woran das liegt. Ich habe das Ganze behoben bekommen und zwar musste ich tatsächlich jegliche Hots Ports-Freigabe aktivieren. Das heißt, ich bin in meinen Router gegangen, habe in den Ports-Freigabe die jeweiligen Ports, die auf der Blizzard-Seite hervorgerufen wird, habe ich gesagt, hier, Blizzard, bitte öffnet das Ganze. Das habe ich gemacht. Seitdem habe ich keine Lag-Spikes mehr.
definitiv gar nichts mehr. Seitdem ist das vorbei, außer ich gucke nochmal was, da kann das schon mal passieren, dass es ist. Aber in der Regel habe ich keine mehr. Habt ihr dieses Problem, kann ich euch nur raten, macht die Ports frei. Probiert es aus, bei ganz vielen hat es wohl geholfen. Die Foren sind voll davon. Bei mir auch, bei anderen wohl nicht. Aber das ist eigentlich das Größte und Ganze. Ja, Replays haben wir auch noch. Da könnt ihr halt die jeweiligen Spiele sehen. Und das war jetzt die erste Folge von Heroes of the Storm. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr werdet weiterhin dieses Format gucken. Natürlich sind wir momentan, oder beziehungsweise Bobo Rosser ist eher dafür bekannt, für, ihr wisst schon, Robocraft. Robocraft heißt es. Ich habe heute eine Folge gecrashed mit ihm. Bin da einfach mal reingestürmt. Er ist da sehr aktiv, macht sehr gute Arbeit. Also klickt auch mal da rein. Und wenn ihr ein bisschen MOBA-Action haben wollt die nächste Zeit, denn das wird auf euch weiterhin zukommen, dann seid ihr bei mir auf jeden Fall in der richtigen Adresse. Und gemeinsam werden wir ab März Grand Theft Auto 5 im Multiplayer spielen. Ich denke mal, bis dahin wird nicht mehr so richtig viel laufen. Wir haben noch ein paar Folgen Bausi in der Pipeline. Die sind aber dann, ich glaube, wenn GTA 5 rauskommt, dann laufen die auch aus. Und ich denke mal, dann wird auch in der Hinsicht nicht mehr so viel mitlaufen. Aber das sind nur einfach so kleinere Spekulationen. Von daher, guckt Robocraft, guckt Heroes of the Storm und ab März gibt es Grand Theft Auto 5 für euch. Ich bin Sorbin, der andere Mann von Pixel Beef und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut, GG!